Und wir sind wieder bei Empires & Puzzles. Ich habe die Zeit jetzt mal nicht abgewartet, weil ich kann es nicht abwarten. Außerdem, ich habe noch genug Items, die das auch schaffen. Und wir sind jetzt Felssturz von Zalututu. Einfach gucken, wie weit wir hier überhaupt kommen. Ist ja auch wieder so eine Frage. Okay, es wird schwer. Na gut, dass es schwerer wird, das ist mir auch durchaus bewusst. Aber es ist noch im humanen Raume. Aber ich wette, die Elite-Gegner, die werden jetzt richtig, richtig bad. Also so richtig bad. So Michael Jackson bad. Ach komm, hauen wir das da drauf. Super, ich habe nicht mal... Ah, Moment. So. Haha! Dann hauen wir den einfach mit Gormek aufs Maul. So, jetzt haben wir nämlich schon die nächste Welle. Da klatschen wir das drauf und dann einmal richtig mit Gelb darin gerotzt. Und dann gibt es noch das und dann Lila. Und dann nochmal so und dann Bäm und dann aufs Maul. Und was sammle ich überhaupt für ein Mist? So, der ist als nächstes da. Damit erreiche ich den zwar nicht, aber egal. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf! Adame! Das gibt's doch nicht. Okay, dann hauen wir mit dem da drauf und mit ihr da drauf. Hauptsache geschafft. Immer schön aufs Fressbrett. Ja gut, jetzt hat er sein Special voll. Ich schlottere am ganzen Leib. An meinem Leibchen. Aber alles easy peasy. Sag ich mal. Na, auch noch frech werden. So, du Hans Wurst. Weg ist er. Bam, bam, bam. Sieg. Wir haben gesiegt. Das können wir auch sehr gut gebrauchen. Sehr schön. Ja, wir haben ja Nachfüllmöglichkeit, Nachfülloption. Ja, wir haben 17 Stück, also benutzen wir sie. Und Orthoggy! Für die Allianz! Nein, natürlich für die Horde, wie sich das gehört. Oh, da können wir jetzt sogar ein grünes Juwel rausziehen. Wir haben aber noch zu wenig, als dass sich das lohnt. Deswegen machen wir erstmal 10 Milliarden andere Sachen. Lohnt sich immer noch nicht. Jetzt würde es sich lohnen. So irgendwie überhaupt und generell und tralala. Dann müsste ich auch bald die 1000 Gegner voll haben. So rein theoretisch. Na, na, nicht frech werden hier, ihr Hampelheinis. So, jetzt haben wir nur noch einen. Und den hauen wir jetzt weg. Sag ich doch. Ich nehme mal den da. Oh, jetzt geht's aber richtig ab hier mit Killer-Kombos. Mehr oder weniger. Der lebt ja noch. Was soll denn das? Und jetzt ist der auch weg. Dann heißt, wir haben uns... Oioioioioioioioi. Ich glaube, wir nehmen erstmal die roten. Ich glaube, dann heilen wir uns erstmal ein bisschen. Und dann hauen wir mit Blau auf den Sack. Das lief ja sehr optimal.
so von bis, fast über gar nicht und überhaupt und über so. Jetzt ist der Wesen schon mal weg. Wir können noch ein bisschen unseren Special voll machen. Sehr schön. Und jetzt hauen wir diesemjenigen da so richtig schön aufs dämonische Frissbrett. Ha! It's Boss Time! Sieht doch bisher ganz vernünftig aus, was wir hier abliefern. Bisher zumindest. Gut, das kann sich natürlich von einer Sekunde auf die andere completus enderus. Gucken, was können die Herrschaften denn? Oh, das ist bad. Na, herzhaft. Oh. Wir lassen sie erstmal ein wenig erblinden. So nach dem Motto, wie du mir, so ich dir, oder was? Kann doch nicht verfehlen, Mensch. Jetzt ist der wenigstens schon mal weg. Wenigstens schon mal einer. Ja, du kannst mich ruhig erblinden lassen. Das ist mir relativ. Denn ich weiß ja, dass er gleich hinüber ist. Er ist hinüber, habe nichts gesagt. Bam, bam, bam. Oh, Meteorfragment. Und dann noch so ein paar People. Ich brauche aber bessere Heiltränke so langsam. Nehmen wir diese, dann die Mana-Tränke nehmen wir mal weg. Was war das nochmal? Ach komm, wir nehmen einfach das. Und jetzt hinein in den Kampf. Talari, Talara. Erstmal Erblindung. Und warum? Weil wir es können. Einfach in der Hoffnung, dass es was erbracht hat. Das war schon eine schöne Kombi. Oder machen wir jetzt auch eine Kombi raus. Wunderbar verfehlt. Verfehlt bei Gegnern finde ich immer sehr, sehr schön, weil dann kriegen wir nämlich keinen Schaden. Und kein Schaden ist doch durchaus eine angenehme Angelegenheit. So, jetzt können wir uns auch einmal durchheilen. Herrgott, wo kann ich denn hier was machen? Okay, machen wir so. So, drauf. Hat zwar nichts gebracht, so groß, aber naja. Ich möchte nicht immer meine Specials hier wegprügeln. Für die ollen Mist. Viecher. Außer heilen, das ist immer vollkommen legitim. So, dass Nebel auch mal ein bisschen Attacke bekommt. Na, auch noch frech werden. Ich habe die noch gar nicht erblinden lassen. So. Hat auch sehr viel gebracht, da der eine auch gleich hinübelis ist. Na, nicht frech werden hier. Ja, nochmal so einen und der ist weg. Egal, können wir noch ein bisschen unseren Special voll machen. Oder unsere Specials, aber nicht wieder mit zu frech. So. So, erstmal 500 Miles. And I will walk 500 Miles. Da 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 da. Bin ja schon ruhig. Jetzt habe ich einen Ohrwurm von dem Mist. Dankeschön. Wie kannst du es wagen, mich anzugreifen? Du komischer Cthulhu. Moment, wir leben in Deutschland. Cthulhu. Cthulhu. So spricht man es in Deutschland aus. Ach, wir nehmen ja Zimmel. So.
Jetzt haben wir nur noch einen Gegner da und der kriegt gleich auch richtig derbe aufs Maul. Oh, wir brauchen tatsächlich alles drei. Respekt. Bam, bam, bam. So, jetzt muss ich definitiv hier... ich weiß nicht. Was war das denn nochmal? Das könnten wir gut beim Endgegner einsetzen. Ich brauche aber auch normale Heiltränke. Achso, ist bereits ausgerüstet. Dann habe ich nothing gesagt. Ja, wir lassen es so. Ich traue nämlich diesen Nasenbären nicht. Ja, da sind auf jeden Fall wieder unsere Gifte. Oh Gott, das wird jetzt so richtig schön Arschtritt für mich geben. Oh, sie sind erblindet, das ist gut, denn der hat verfehlt. Okay, der macht die Verteidigung runter. Der mittlere, das ist der Schlimme, das ist der, der vergiftet. Am Rand kann er ruhig angreifen, das ist mir relativ. Ich sagte den anderen! Oh Gott, ich rede hier echt bald vor der Wand. Das sind diese blöden Elite-Gegner, die sind so ekelhaft. So, jetzt ist der Wissen schon mal weg, dann können wir die auch noch mal kurz erblinden. Das sind vier Wellen, Herrgott, da sitze ich ja morgen früh noch bei. Okay, er hat verfehlt, das ist gut. Sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich nämlich Probleme gehabt. So, immer schön. Momentan werden wir ja nicht vergiftet. Das ist auch ein sehr, sehr großer Vorteil. Ausnahmsweise mal. Jetzt sind sie nicht mehr blind. Finde ich nicht okay. Die nicht mehr erblindet sind. Ja, der Angriff verläuft nicht. Das ist mir aber egal. Dafür kann ich dann wenigstens heilen. So, daraus machen wir jetzt ein rotes Juwel. Oh Gott, der ist immer noch da. Jetzt ist er weg. Blöden Elite-Gegner. Nerven. Ah, super. Auch noch... Gefällt mir aber gar nicht, dass da drei von denen rum. Zwei jetzt nur noch. Trotzdem könnte es eventuell sehr, sehr nervig werden. Gerade mit denen. Und einer ist weg. Bleibt nur noch einer. Einer ist weg, bleibt nur noch einer, ja. Subtrahierung hat in der Schule hingehauen. Jawohl, der ist auch weg. Sehr schön, sehr schön. Ich brauchte kein Gegengift. Okay, Welle. Oh Gott, schon wieder welche von denen. Ich heil mich mal lieber ein bisschen hoch. Ich muss echt aufpassen, dass die mich jetzt nicht durch die Bank hindurch vergiften. Okay, einer von den Ekelhaften ist schon mal weg. Vorteil. Vorteil auf ganzer Linie, so halbwegs für uns. Weil ich weiß, die sind kacke, also unsere Gift-Heinis. Deswegen greife ich den noch nur mit Specials an. Jetzt ist der nämlich schon weg, das ist herrlich. Der ist auch weg, wunderbar. Ich habe leider nur noch ein Special noch voll. Ich hätte Mana-Tränke oder sowas mitnehmen sollen. Damit hätte ich es mir eventuell leichter gemacht. Ja, die machen ganz gut Remi Demi. Ah, die kriegen wir schon geknackt. Ich muss nur auf meine
Lebensenergie aufpassen. Nicht vergiften, nicht vergiften, nicht vergiften. Okay, damit kann ich existieren. Einmal kurz Heilekowski. Ja, da brauche ich einen großen Heiltrank und... Ah, Blue, da bedi, da beda. Am liebsten wäre es ja, wenn jetzt einer von denen mal Opsala gehen würde. Und er ist weg. Ja, haben wir schon gesagt. Das meine ich nämlich, der rechte... Oder was, der linke? Einer von beiden ist auf jeden Fall ekelerregend. Weil das ein One-Hit-Killer ist. Und ich kann nicht behaupten, dass mir das gut gefällt. Naja, kann man es so machen. Nichts muss gucken. Doof auf gut Deutsch. Ja, das ist er hier, unser One-Hit-Killer. Das heißt, bei dem müssen wir so ein bisschen aufpassen. Aber solange er nur so wenig Schaden macht, ist das relativ. Bam, bam, puff. Kettenreaction. Und er ist weg. Jawoll. Yes. Yes, yes, yes. Das ist doch wunderbar. Oh, eine können wir sogar noch. Schaffen wir das noch? Ja, komm. Nee, mache ich dann im nächsten, wenn ich wieder voller Energie habe. Wir gehen jetzt erstmal dahin. Aha, ich muss es einsammeln. Alle nehmen. Stimmt, ich hatte nur einen. Jetzt können wir 11 machen, das dauert ein paar Minütchen. Obwohl, da können wir die ja auch gerade mal. Ich will jetzt wissen, ob Gormek jetzt endlich. Nee, glaube ich nicht. Nee, noch nicht. Moment, wenn ich sie jetzt da wegnehme. Ha, komm, wir opfern einen Dreier, weil wir haben 4 Vierer. Ja, komm. Dann hauen wir gerade noch in sein Talent. Nee, nicht Limitüberschreitung, dafür habe ich noch gar nicht genug. Oh, das heißt, ich muss von. Nesha, den wieder auf zurücksetzen, aber ich habe ja Gott sei Dank das. Okay, ich habe nichts gesagt. Damit ist er sogar schwächer als Rudolf Red Nose. Was ist das denn? Wunde. So, mit ihm müssen wir auf jeden Fall auf Angriff und Verteidigung so ein bisschen gehen. Was ist das? Heilungswert eines Helden durch heilende Gegenstände. Okay. Gehen mit ihm aber diesen Gang. So, was ist das? Kritische Chance, kritischen Treffer. Okay. Was hat er denn überhaupt an Werten momentan? Oh. Ja, wir müssen seine Verteidigung noch ein bisschen tunen. Ja, und damit hat sich das mit ihm auch jetzt schon erledigt. Er ist auf jeden Fall fertig, das heißt, die nächsten können wir in Kohlen reinballern. Finde ich übrigens auch dieses wunderschöne Outfit habe. Naja, das war's erstmal für diesen Part. Bis denne!